So, meine lieben Drachlinge, willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Age Inquisition. Das hier wird jetzt der 200. Part, ey. 200 Parts haben wir schon. Bei Dragon Age Origins waren es, da ich ja alle DLCs mitgenommen habe. Naja, zwei, drei habe ich ja später gemacht. Ey, ich habe ja, das DLC von Morrigan. Und was war das noch? Noch irgendein anderes. Also Hexenjagd hatte ich extra gemacht. Ja, diese Erweiterung, Awakening hatte ich extra gemacht. Habe ich noch irgendwas extra gemacht? Ne, nur die beiden. So, ja, sonst den Rest habe ich dann sonst gemacht. Im Hauptspiel waren 235 Parts. Jeder werden, ich denke mal, um die 300 oder so. Uff. Was tun für einer? Also einer von den Ali-Typen, von den Adligen. Cassie steht wieder hinten und macht irgendwas. Sie trainiert wieder. Ich habe geguckt hier diese Ma, wie heißt du? Marylin? Das ist unsere Badin. Sie hat wohl irgendeine Quest von uns, die wir aber hier an unserem Kartentisch aktivieren müssen. Aber heute geht es um Vivienne. Ich habe mir gedacht, wir machen den heutigen Part, da es eine glatte Summe ist, 200. Extra für Vivienne. Ein Vivienne-Part. Wir werden mal gucken, was die gute Dame für uns da hat. Moment, da komme ich ja nicht zu Vivienne. Ich muss ja eins weiter. Oh, Jungs, Mädels, macht mal Platz. Euer Gnaden? Gnade. Schnauze. Was? So. Da ist er. Ist auch fast fertig. Und das auch. So, Vivienne. Ich fürchte, ich muss euch um Hilfe bitten, mein Lieber. Ich muss eine alchemistische Formel fertigstellen. Allerdings fehlt mir eine wichtige Zutat. Das Herz einer Schneewivern. Ich hatte schon alles arrangiert, doch die Chevaliers, die für mich arbeiteten, wurden im Bürgerkrieg getötet. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch auf Alchemie versteht, Vivienne. Woran genau arbeitet ihr? Ein Mitglied des Rats der Herolde gab mir einen entsprechenden Auftrag. Ich bin schließlich noch immer Hofverzauberin. Die Angelegenheit ist privat. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn ich eine Schneewivern jagen soll, müsst ihr mir alles erzählen, was ihr über sie wisst. Schneewivern sind recht selten und über alle Maße gefährlich. Keine andere Wyvern-Art hat ein stärkeres Gift als sie. Gewöhnliche Jäger würden sie niemals jagen. Das Risiko ist einfach zu groß. Ihr hingegen, mein Lieber, wärt diesem Monster sicher gewachsen. Ich werde tun, was ich kann. Danke, mein Lieber. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Ich werde Cullen sagen, wo ihr das Biest findet. Und denkt daran, mein Lieber. Ich brauche ihr Herz. Sonst wirkt der Trank nicht. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Okay. Dann haben wir eine neue Aufgabe. Und zwar, genau. Ich kann es euch zeigen. Und zwar müssen wir jetzt in das Gebiet, wo ich ja schon oft erzählt habe, dass Vivienne da eine Aufgabe für uns hat. Und zwar hier oben. In den Schneebefahren. Gehen jetzt da draußen ab, keine Ahnung. So, gehen wir mal da ins Lager. Zum Ort reisen. Wen nehmen wir mit? Hatten wir Sera? Wann hatten wir einen Sera wieder gehabt? Keine Ahnung. Hatten wir sie? Dann machen wir diesmal
Gaul. Wie noch? Bullen. Ach komm. Dich? Ja, komm. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Ja, jetzt nicht. Dafür fehlt mir im Moment die Zeit. Natürlich, Sir. Ja, danke. Tschüss. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Wo hatten wir Sarah mitgenommen? Moment. Muss ich jetzt lang? Doch, da war es schon richtig. Okay. Glaube ich. Oder? Ist das der Sumpf? Sumpf? Da lang, ne? Ja, genau. Wollten wir Sierra mitgenommen? Ach genau, ja. Winterpalast, ja. Kurzzeitgedächtnis, ey. Darf ich richtig? Dann musste ja. Oh, ihr habt. Na, ihr habt jetzt auch Level 19? Ihr habt jetzt alle Level 19? Oh, okay. Das hätte ich am Anfang hier nachgucken sollen. Upsi. Egal. Ich würde gerne Meme schmeißen hier. So. Dann haben wir noch den Bullen. Dann haben wir hier für dich. Irgendwas. Ups, sorry. So, und Cole hat 2. Oh, hab ich vergessen, da noch was zu machen. Sorry, Cole, das war keine Absicht. Weiter geht's. Level 19, ja, ich denke mal, dann könnten wir das mit Winsor mal auch bald schaffen. Müsste Level 19 sein, sie waren 18, ich war auch Level 18, oder 19, ja, keine Ahnung. Irgendwas hätten wir schon hinbekommen. Ey, wo häng ich jetzt fest an dem Stein? Okay. So kleines Vieh. Ja. Der Drache ist ja schon lange tot. Oh, so kleine Vieh. Komm her. Da ist er. Also ist normal. Schnell kaputt. Wie fangen wir jetzt? Ne. Bist du die Wildfang, die wir suchen? Also müssen wir erstmal drei von denen töten. Bevor jetzt hier wirklich die kommen. Anführerin. Ja.
Nicht die. Lief so gerade etwas ganz schnell. Normaler Gurus. Vielleicht in der Nähe von Drachen. Weil Drache damals war. Bist du hier? Mädchen. Wo bist du denn? Riecht wie in dieser Kammer, in dem die Alchemisten Schwarzpulver mischen. Danach riecht man ein paar Tage lang gar nichts mehr. Ah, hier ist schön viel Schwefel. Ah, ich hab dich gefunden. Fräulein. Du ankommst mir nicht. Stehen bleiben. Bitte. Das war Schneewittchen. Hessisches Vieh. Schneewittchen. Schneewie von Herz. Oh, Vivien möchte beide Herzen. Okay, gut. Dann geht's wieder zurück. Zur Himmelsfeste. So, Vivien, ich hab etwas für dich. So, merke nicht die erste Tür, sondern die zweite. Inquisitor. Der Inquisitor. Oh mein Gott. Ist ja nicht ungewöhnlich, dass die Himmelsfest überhaupt sitzt. Oh, was ist das denn? Viviens alchemistische Notizen. Falls jemand lesen möchte. Ist das ein Jugendserum? Ich habe noch nie so komplexe Alchemie gesehen. Wo hat sie das her? So. Bitteschön. Was kann ich für euch tun, mein Lieber? Ist es zu verwegen, zu hoffen, dass ihr mir das Herz der Schneewivern bringt? Ich habe euch das Herz wie verlangt beschafft. Inquisitor, ihr seid ein Schatz. Hier, nehmt das als Bezahlung. Ich muss mich gleich ans Werk machen. Ihr wart mir ein guter Freund und ich möchte, dass ihr mitkommt. Das hier sollte nur einen Moment dauern, Inquisitor. Ich bin hier, Liebster. Vivien. Ja, Liebster.
Es wird alles gut, mein Herz. Liebster? Bastian? Will nichts Falsches sagen. Es tut mir leid, Vivian. Hier ist nichts mehr, was mich noch hält. Oh, das wollte Vivian ihren Liebsten heilen. So, weil sie in irgendeinen Adligen verliebt. Die beiden hatten eine Affäre. Okay. Ja, alles für die Liebe. Wollte sie auch weiter. Diese Frau nicht als Vivian? Schnauze da unten. Immer geht es nur um. Gut so. Bastian ist tot. Ich kann es kaum glauben. Es war auf dem Wintersendball, bei meinem ersten Besuch im kaiserlichen Palast. Der Zirkel hatte einige von uns geschickt, um den Adel zu unterhalten. Jeder und alles, was ich dort sah, ließ mich vor Ehrfurcht erstarren. Und dann begegneten sich unsere Blicke. Bastian war während des gesamten Balls an meiner Seite. Die Witwe wollte ihn töten lassen, weil er sie ignorierte, aber das kümmerte ihn nicht. Ihr habt also in einem überfüllten Ballsaal die Liebe gefunden. Das klingt wie aus einem Märchen. Er war ein schneidiger Schurke und jegliche Makel, die er gehabt haben mag, wurden durch seine Stellung und sein Ansehen wettgemacht. Ich schätze, es war eine unschuldigere Zeit. Und jetzt ist er tot. Und ich muss seinem Sohn Laurent schreiben. Und seine Schwester wird ein schreckliches Theater machen, wenn sie nicht als Erste informiert wird. Außerdem muss ich die kirchlichen Zeremonien in die Wege leiten. Nur der Erbauer weiß, wie lange das dauern wird. Okay. Sagt es mir einfach, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Nein, mein Lieber. Ich werde damit schon klarkommen. Bitte entschuldigt mich. Es gibt so viel zu tun. Ja, super. Endlich. Geil. Danke, Vivian. Oh, du bist so ein Schatz. Na, kriegst auch einen Knutscher. Hihi, geil. Da. Was guckst du denn so erschreckt? Ich lauf hier rum. Wir haben jetzt endlich den Thron, den ich haben will. Haha. Hi, Dagna und wie ist der Kerl nochmal? Herrlich. Warnebild feine Thron. Diesen Thron kriegt man von Vivian, wenn man diese Quest macht. Oh yeah. Ich zeig euch mal das gute Schätzchen. Wir müssen jetzt davor stehen und da 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 da. Hä?
Wo sind die Drachen? Wo sind die Drachenfiguren? Das ist doch Beschiss. Das sieht doch gut aus, aber wo sind die Drachenfiguren da dran? Moment. Hab ich was falsch gemacht? Eigentlich müssen noch die Drachenfiguren auch dran sein, oder nicht? Wenn nicht, dann nehme ich den halt so, aber... Wo hat denn mit den Drachenfiguren haben? Kommando. Okay. Dann halt nicht, dann halt jetzt den hier. Wer braucht eine Aussicht, wenn er eine solche Schmiede hat? Wir gucken mal. Wenn das jetzt nicht ist, dann nehme ich wieder die brennende Andraste. Ja, eigentlich schon mal für die Magiern, ja das. Na komm, nimm mal wieder Andraste und dann ist gut. Ein bisschen lustig, jetzt hätte ich auf einen Scheiterhaufen sitze. Wo die Hexen verbrannt werden. Drastische Kirche, ja, so. Zack, können wir die brennende Alte wieder. Ach ja. Nun gut. Dann würde ich sagen, wir könnten. Ja, super. Erstmal speichern, würde ich sagen. So. Wenn wir noch Zeit haben, könnten wir. Haben wir noch Zeit? Nee, haben wir nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt im nächsten Part diese Quest für Solus, wo wir in die Hinterlande müssen. Und dann. Moment, welches Level habe ich denn jetzt? Habe ich jetzt ein Level abbekommen? Ne, immer noch Level 19. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir die Quest von Solus und dann, ja, mal sehen. Was haben wir noch hier für Sachen? War nicht irgendwas von Blackwall gewesen? Ja, da war jetzt auch irgendeine Quest von Blackwall. Aber wir haben ja noch bei ihm, bei Cassie haben wir noch Sachen. Für ihn müssen wir noch ein paar Sachen holen. Also ein, zwei Sachen aus dem Priestolion. Für Cassie müssen wir noch einen Priestolion töten. Ja, das war eigentlich mehr eine Quest. Für unsere Badin müssten wir irgendeine Quest machen. Keine Ahnung was. Und dann hier noch Morrigan, mit der will ich auch gerne reden. Vielleicht machen wir das so, dass wir für Solus die Quest machen, abgeben und je nachdem, wenn wir noch Zeit haben, können wir mit Morrigan quatschen. Ich weiß nicht, ob jetzt bei Morrigan da irgendwas kommt. Naja, wir versuchen es mal so. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.